Es ist minus 8000 Grad hier. Guck mal hier, der bescheuerte Lur wieder. Sieht man nicht, ne? So ist gut. Ja, Lazy ist auch da, Freunde der Sonne. Wir werden jetzt was Schönes machen. Nehmt euch mit, falls wir nicht erfrieren. Lukas ist auch vernünftig geworden. Er hat jetzt mal ein anständiges Auto. Ein schöner Jeep Cheyenne. Ja. Das hat ein Otto, ey. Komm, fahr hier zu doof. Die arme Claudia, die muss halt ihren Tacker tragen. Wir haben einen wunderschönen, unseren wunderschönen Anhänger haben wir dabei. Und haben da einen ganz geilen Golf drin stehen. Weil wegen Wind. Also wir haben jetzt quasi ein Auto dabei, um ein Auto abzuholen. Es ist nämlich so windig, dass ich mich dazu entschlossen habe, da ein Auto reinzustellen. Mit mir der Anhänger auf der Fahrt hierhin. Wir sind gestern schon hier hingefahren. Nicht umfliegt. Ne? Und dann muss der Mattis nachher mit nach Hause fahren. Mit dem Koffer. Juhu! Safety first und so. Ne? Dem Tobi ist letztes Jahr der Hänger schon umgekippt. Da war es so windig. Ungefähr, ja, muss eigentlich um die gleiche Zeit gewesen sein. Also ziemlich genau ein Jahr her. Ja, auf jeden Fall war es so windig, dass einfach auf der Landstraße pup, der Hänger weggeflogen ist. Und seitdem machen wir das nicht mehr, wenn windig, ne? Da stellen wir da lieber was rein. Wir sind jetzt 400 Kilometer gefahren ungefähr. Und da war mir die Gefahr zu groß, muss ich sagen. Und ja, deswegen haben wir noch ein Eutekin dabei. Das heißt, wer jetzt aufgemerkt hat, ja, der wird verstanden haben, die gehen ein Auto abholen. Das ist nur in Teilen korrekt. Es ist kein Auto. Aber dazu später mehr. Nicht? Bis gleich. So, liebe Freunde, ihr wisst ja gar nicht, wo wir sind, ne? Seht aber gleich. Und ihr werdet sofort erkennen, wo wir sind. Was ist, Lazy? Bist du noch nicht wach? Ich bin so früh aufgestanden, ich habe gleich schon Mittagsschläfchenzeit. Hier, die üblichen Verdächtigen. Ach, guck mal, jetzt kommt die Legende auch noch dazu. Moin, Rainer. Guten Tag. Der Marc, den kennt er ja schon. Mahlzeit. Den hässlichen Vogel kennt er auch. Da könnt ihr euch ja denken, wo wir sind, ne? Richtig, bei Opel. So, jetzt gucken wir mal. Was wir da so Schönes haben. Ich sag mir hin. Ja, But I gotta be the one to throw the industry shade. Told you I've been fed up, get your bread up, you don't drop shit. Dropping so much fire, 2018, it's obnoxious. Put me on the 16, watch the numbers rise. Just went from the bubble to the top it. LOL, tell me that I lost it. Low key, love it when they talk shit. High key, working with the OGs. Same artists that I was always watching. Crazy, I be living out my dreams. Only 2 years ago, I came up on the scene. Sleeping through the day, but I'm working like a fiend. Yeah, she need me when I'm here, and she need me when I leave, like. They tell me to like when I get cocky. Ain't it funny how they think they can stop me? Try to be me, but I'm so sorry you not me. Was soll ich sagen? Wahnsinn. Ja, schon ein kranker Koffer. Und ihr seht da auch,
komplett verstellbarer Diffusor. Ne? Das gab es bei dem alten Auto so in der Form nicht. Und sieht natürlich auch mega geil aus, weil alles so offen ist. Da bieten sich wieder direkt ganz neue Möglichkeiten, diesen Made-in-Flacht-Aufkleber zu montieren. So, ich putze schon mal den Sitz. Das ist der Schrubber auch schon mal eingeweiht. Oh, legt der das doch nicht. Legt der die Brücke da drauf. Das kannst du dir herholen und kannst du den nur wieder hochschieben. Dann. Einfach hochdrücken, genau. Und hier kannst du dann ziehen. Und dann kannst du noch, warum dein Auto teurer ist, wenn du das kaputt in den Türen verbauen lässt. Natürlich Sind wir schon besser drin als in dem alten, muss ich dir gestehen. Ist schon ein bisschen geiler. Da sitzt schon mal viel geiler drin. Kannst du auch für deine kurzen Dackelbeine Pedalerie richtig schön dran schieben. Fett. Das ist immer schön, Freunde um sich zu haben. Scheiß Typ. Das ist schon geil, oder? Ja, ist schon cool. Das ist natürlich auch sicherheitstechnisch nochmal was ganz anderes, ne? Hier dieser Auffahrschutz nochmal. Auch kannst du jetzt mal Mitteltunnel und so weiter, alles in Carbon. Was wolltest du gerade sagen? Meinst du, kannst du jetzt mal richtig einhämmern? Ja. Aber ich sehe schon, wenn ich das Lenkrad so hochstelle, wie ich es brauche, sehe ich im Dashboard nichts mehr. Muss es so machen wie im DTM-Auto. Ich war noch auch immer so. Guckst du hier, hast du kein Kupplungspedal mehr? Ne? Nein. Da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen. Die Audis und so, die haben ja alle nur noch zwei Pedale, Bremse und Gas. Eine elektronische Kupplung, das haben wir jetzt auch. Im neuen UFO. Schön, schöne Knöpfchen hier. Ja, soll ich mal zünden den Koffer? Ist mir schön. Das ist natürlich jetzt sitztechnisch mal was ganz anderes. Das ist schon krass, wie anders das ist. Also, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber das ist tatsächlich komplett was anderes als in einem alten UFO. Also, du hast, wenn du vom Cup-Auto ins UFO gegangen bist, war das jetzt halt kein großer Unterschied. Und jetzt auf einmal ist das ein riesen Unterschied. Also, du sitzt ganz anders hier drin und alles fühlt sich komplett anders an. Das ist schon krass. Und du hast natürlich auch die Knöpfe hier, das ganze Lenkrad ist ja anders, ne? Das ist ja jetzt komplett UFO-Style und auch nicht mehr mit diesem aus diesem Wildlederprogramm, Alcantara-Zeug, sondern alles hier mit so einer Gummierung, hast richtig Grip, also das klebt förmlich richtig. Das ist schon ziemlich geil. Kannst hier alles schön bedienen, auch hier die Drehrädchen. Sollen wir mal ein extra Video machen, nur mit den ganzen Knöpfen. Geiles Gerät. Ja. Lenkradschaltungsstockhebel, ja. Hebelverstellung, Lenkrad. Das ist auch geil, weil du kommst immer dran. Ja. Weil früher, ich hatte immer das Problem, wenn ich angeschnallt war, bin ich nicht mehr an den Hebel vom Lenkrad gekommen. Ne? Und jetzt ist es natürlich easy hier oben, zack, und dann kannst du jetzt so einstellen, wie du brauchst. Dann hast du jetzt da noch zwei Pedals mehr. Oben Kupplung. Ja. Die Kupplungspedal und die Schaltpedal. Das ist schon echt geil. Das ist schon echt ein Fortschritt. Das ist echt krass. Also das ist, jetzt ist im Prinzip alles, was wir euch schon mal gezeigt und erklärt haben, was beim Porsche anders ist als bei den Audis und so weiter und in den Mercedes und Co. ist jetzt halt im Prinzip genauso geworden. Ne? Also wir haben jetzt den Step gemacht, oder Porsche hat jetzt den Step gemacht, die ganzen neuen Komponenten, alles an Know-how hier reingebracht. Es ist sehr viel RSR drin, also vom Le Mans Auto. Du hast auch hier eine
eine elektronische Spiegelverstellung. Funktioniert jetzt aber leider nicht. Weil läuft nicht der Schuh. Ist schon echt geil. Alles nochmal, auch das Dashboard und so, ne? Das ist halt wie einem, sag mal, richtigen Rennauto. Das ist alles so beflocktes Material jetzt. Ist schon geil. Ah ja. So, jetzt schalte mal aus. Links an den Rücken. Null. Herr Slowton, haben Sie das Manual gelesen oder nicht? Moin. Ja, klar habe ich das Manual gelesen. Ja, ja. Hast du auch verstanden? Ich weiß sogar, wo Highbeam ist. Hier. Das ist mein Lieblingsknopf übrigens. Komm mal auf die Schranke, ich fahre raus. Also, ne? Da ist das neue UFO. Von wegen hier ganzen Blödsinn, der erzählt wurde. Machen wir nicht. Und was sagst du? Ja, sieht schon geil aus. Schon sehr, sehr geil. Aber hast du gerade schon gesehen? Ich bin mal gespannt, ob er sich das Handbuch auch mal durchlesen wird. Oder ob er das erste Mal rausfahren will und macht. Keine Ahnung. Wir werden es erleben.